Ukulele-Häppchen für Genießer, heute Whisky in the Jar, Akkorde und grundsätzliche Struktur. As I was going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and the money he was counting. I first produced my pistol and I then produced my saber. Saint stand and deliver, for he were a bold deceiver. Muster ring dum a doo dum a da. Wet for the daddy-o, wet for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Hallo und herzlich willkommen bei Ukulele am Limit, dem ersten deutschsprachigen YouTube-Kanal zum Thema Kläumer-Ukulele. Heute aber kein Kläumer, heute gibt es ein weiteres Ukulele-Häppchen. Die Nummer weiß ich jetzt im Moment gar nicht, die steht hier irgendwo im Video. Hoffe ich, es sind schon so viele. Ja, genau, ich möchte dir heute das Stück Whiskey in the Jar ein bisschen näher bringen. Mit Akkorden und wie es halt grundsätzlich funktioniert, Griffwechsel und so. Und in den nächsten Häppchen, die kommen ja immer Freitag, damit du am Wochenende was zum Üben hast, in den nächsten Häppchen möchte ich es in verschiedenen Fassungen präsentieren. Mal mit einem speziellen Schlagmuster, mal ein bisschen gezupft, je nachdem. Damit man einfach mal sieht, wie man ein und dasselbe Lied auf verschiedene Arten begleiten kann. Genau. Und jetzt erstmal grundsätzlich. Also wir brauchen C-Dur. Ich spiele es gern mit dem kleinen Finger, weil man dann meiner Meinung nach besser die Griffwechsel hinkriegt, aber du kannst gerne auch mit dem Ringfinger spielen, wie du möchtest. Dann A-Moll. Der Wechsel von C-Dur nach A-Moll ist ja kein Problem, ne? Einfach C-Dur greifen und dann schwebt der Mittelfinger über dem zweiten Bund der vierten Saite und dann einfach geschmeidig, ja, dieses Schweben, bevor man zugreift, das ist wichtig. So, dann als nächstes brauchen wir F-Dur. Das geht ja so, klar, ne? Wenn du übrigens mit diesem Lesen von diesen Griffbildern ein bisschen unsicher bist, dann drück da oben auf das Tutorial. Da erkläre ich genau, wie das funktioniert. Jetzt zurück. F-Dur funktioniert so, ne? Zeigefinger hier auf dem zweiten Bund der vierten Saite. Mittelfinger auf dem zweiten Bund der vierten Saite. Entschuldigung, ich bin heute so schwungvoll und leider etwas fahrig. Und Zeigefinger auf dem ersten Bund der E-Saite, so. Machen wir F-Dur. Genau. Kamera funktioniert. Damit der Wechsel von A-Moll nach F-Dur gut funktioniert, musst du gar nicht viel machen. A-Moll geht ja so. Da liegt ja der Mittelfinger schon da, wo man auch bei F-Dur braucht. Da musst du nur noch den Zeigefinger dazulegen. Also auf keinen Fall bitte sowas machen. A-Moll. Dann nachdenken, Finger wegpacken und dann den F-Dur-Griff drauf. Nein, nein, der Mittelfinger bleibt liegen. Dann brauchen wir nur noch einen Griff, nämlich G7. G7 funktioniert so. Wir fangen mal mit dem Ringfinger hier auf dem zweiten Bund der ersten Saite an. Dann legen wir den Mittelfinger auf den zweiten Bund der dritten Saite. Also die sind am selben Bundstäbchen und da muss dann nur noch der Zeigefinger so dazwischen auf den ersten Bund der E-Saite, der zweiten Saite und schon haben wir Gustav 7, G7. Ja, genau. Und zum Griffwechsel von C-Dur nach G7, ja, wir greifen mal C-Dur. Ich mag es mit dem kleinen Finger und dann kann ich schon die drei Finger schon mal da, wo sie bei G7 gebraucht werden, ja, hier, das ist ja G7, ne, da kann ich die so drüber schweben lassen und dann mit einer ganz unauffälligen Bewegung der Griffwechsel. Und zurück dasselbe, ich habe G7 und lasse den kleinen Finger schon mal schweben. Und dann geht es ganz easy. Deswegen nehme ich auch gerne den kleinen Finger für C-Dur. Ich meine, wenn du jetzt den Ringfinger nimmst für C-Dur, auch kein Problem. Da musst du halt vielleicht die zwei schon mal schweben lassen. Und dann rutscht du halt den Ringfinger noch mit dazu. So. Aber du siehst, die Bewegung ist ein bisschen aufwendiger. Etwas unrunder, also so ist es super geschmeidig. Ne? Geschmackssache. Ja, und jetzt spielen wir den Song. Und dann haben wir es für heute auch schon geschafft. Bitte üb die Griffwechsel und sing den Song so für dich immer mal durch. Übrigens, wenn du Text und Akkorde und so weiter brauchst, für meine Patrons gibt es die zum Download, wie immer. Unten in der Beschreibung findest du den Link. Und ja, wenn du Patron werden willst, dann drück auf denselben Link. Genau. Also dann, bis zum nächsten Mal üben und dann fangen wir an mit raffinierter Begleitung.
Wir machen heute die Begleitung so einfach, wie man sich es nur vorstellen kann. Einfach jeden Akkord viermal anschlagen. Nur am Schluss geht es dann Whiskey in the Jar. Da müssen wir also C, G7, C gleich spielen. Los geht's. Das ist C-Dur. Und dann spielen wir viermal und dann fangen wir an zu singen. 1, 2, 3, 4. As I was going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and the money he was counting. I first produced my pistol and I then produced my rapier, saying stand and deliver, for you were a bold deceiver. Mustering do-ma-do-do-ma-do. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Also dann, das bitte üben. Und wenn die Akkordwechsel in Fleisch und Blut übergegangen sind und du dazu singen kannst, dann nächste Woche denselben Song, aber mit raffinierterer Begleitung. Da oben ist das nächste Tutorial. Würde mich freuen, wenn ich dich da wieder sehe. Bis dann.